unserer heutigen Folge geht es um Wettschulden. Was meine ich denn mit Wettschulden? Play und ich hatten Anfang des Jahres 2020 eine Wette am Laufen. Und zwar ging es darum, ob ich die 5000 Abonnenten schaffe. Wir sind kurz vorm Jahr da hängen geblieben, haben es nicht ganz geschafft. Das heißt, ich habe die Wette gewonnen. Und was haben wir uns gewettet, fragst du dich? Hätte ich die 5000 geschafft, hätte ich zur Gamescom gemusst. Und zwar dann, wenn sie wieder stattfindet, ist ja, sag ich mal, 2020 ins Wasser gefallen. 2021 ist ja noch unklar, aber ich denke mal, die fällt bestimmt auch ins Wasser. Aber dann hätte ich da hingemusst und ein Video gemacht müssen mit Play. Ha, zum Glück nicht gewonnen, zum Glück hat Play nicht gewonnen, aber ich. Das heißt, Play muss jetzt ein Intro benutzen, was ich für ihn erstelle. Das habe ich mir schon letztes Jahr überlegt, habe es jetzt schon durchgesetzt, das könnt ihr auch gleich sehen. Und dieses Intro muss Play für sein nächstes Video benutzen. Falls er es nicht benutzt, müsste in seinem aktuellen Video einfach hingehen und einfach einen Hashtag machen mit durchgelutscht. Play weiß genau, was ich damit meine. Guckt euch erstmal das Intro an und dann kommt der Link zu Play. Play Sample! Play Sample! Also, wie oft soll ich das denn sagen, Play Sample, ne? Da 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 Play Sample! Ist doch hammermäßig das Intro, ne? Das muss Play fürs nächste Video benutzen. Hier ist der Link. Wenn ihr es noch nicht sehen solltet, den Link, dann hat Play das Video noch nicht hochgeladen. Aber sobald das hat, geht da hin und guckt mal nach, ob er es gemacht hat. Und wenn nicht, macht er einfach Hashtag durchgelutscht. Und falls das hat, könnt ihr natürlich auch gerne einen Kommentar schreiben. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und dann haut's rein. Und tschüss.